Neuer Shop erscheint jetzt hier in ganz genau 14 Sekunden. Vergesst nicht wie immer davor zu liken und natürlich auch zu abonnieren. Danke für euren Support. Übrigens, heute um 15 Uhr kommen neue Challenges und heute soll es um 15 Uhr ein kleines Content-Update geben, wo das LMG reinkommen soll, beziehungsweise wieder zurückkommen soll. Was haben wir hier heute im Shop? Bitte irgendwas Gutes. Ich glaube, also bitte heute was Seltenes. Irgendwie glaube ich wieder, dass was Seltenes ist, aber am Ende ist einfach wieder nichts Seltenes im Shop. Oh. Ah, okay, hier hat sich was getan. Das Anime-Paket und die Spitzhacken dazu sind wieder im Shop. Schauen wir uns gleich an. Und wir haben heute, hier haben wir stabile Sachen, auf jeden Fall. Dieses Set hier ist ultra nice. Farmbomberin gibt es zwar schon, aber trotzdem cooler Skin. Einmal hier so in rosa und einmal in dunkel. Dann haben wir hier Backbling in hell und einmal wieder in dunkel. Ultra nice. Spitzhacken. Geht so. Die fühle ich deutlich mehr. Ansonsten gibt es hier alles einzeln kaufbar. 1,5. 1,2 schon teuer für Spitzhacken. Boxine, ultra nicer Skin. Einmal in der Boxenform. Einmal ein bisschen. Ja, das ist wieder verbuggt. Ich glaube, du bist wieder verbuggt. Ja. Aber hier können wir die Stile sehen. Ich glaube einmal, was war der zweite Stil? Der müsste doch orange oder so gewesen sein. Ja, genau so orange. Und einmal, ich glaube, komplett schwarz, oder? Ja, genau. Chillig. Was haben wir hier? Einmal schwarz und einmal grün-schwarz. Weiß nicht, schwarz und grün-schwarz finde ich somit am besten. Ansonsten gibt es hier Spitzhacke reaktiv. Umso öfters man schlagen sollte, umso mehr verschwindet. Die ist cool. Die ist auf jeden Fall chillig. Sound nochmal. Sound ist ganz angenehm. Luftpolstergleiter kann ich irgendwie nicht empfehlen. Sieht hier verdammt klein aus, aber ist viel zu groß. Also für mich zumindest. Sieht hier echt klein aus, aber ist viel zu riesig. Lackierung ultra nice. Komplett. Also hier ist alles komplett schön ausgefüllt. 1A. 10 von 10 kann ich mich nicht beschweren. Ansonsten das Bundle ist auch sehr, sehr heftig. Der Skin alleine schon ist ja reaktiv. Nicht reaktiv, glaube ich. Genau, reaktiv an. Da kommen halt solche Blitze hier raus. Kann man hier unten links sehen. Und ganz leicht hier rechts, aber nicht so wirklich. Dann kann man das Ganze ausstellen. Und einmal Gold. Gold finde ich so ziemlich am heftigsten. Das ist krass. Krasser Skin. Backbling finde ich ein bisschen schade, dass die hier die goldene Variante nicht hinzugefügt haben. Reaktiv an und reaktiv aus. Was gibt es hier? Spitzhacke. Ja, sieht cool aus. Zaun ist ein bisschen langweilig. Schade auch hier, dass man das Golde nicht dabei hat. Lackierung. Ja, nee, die skippen wir mal. Ist zwar ganz leicht reaktiv. Sieht man aber kaum. 1,5 einzeln. 1,2 übelst teuer. 500 geht. Ansonsten, ich hoffe, dass heute was Seltenes da ist. Irgendwie glaube ich, nee, die ist auf jeden Fall nicht selten. Ich glaube, dass das Backbling, was im Shop ist, selten ist. Ist das gewollt? Nee, ne? Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Skin fühle ich jetzt nicht so wirklich. Backbling. Oh, wir hatten gerade wieder einen kleinen Shop-Bug. Ja gut. Nee. Skippen wir mal. Du bist doch auch eigentlich ein Halloween-Skin. Ey, war nicht die Spitzhacke von ihm gestern im Shop? Ich glaube, von dem war die Spitzhacke gestern da. Ja, Skin nicht so mein Ding. Spitzhacke sehr cool. Sound ist auch nicht schlecht. Schattenboxer-Emote. Ja, für 200. Kann man mitnehmen. Ich hoffe, dass wirklich das Backbling heute selten ist. Ich schau mal kurz nebenbei nach. Das Emote ist übrigens 2 in 1. Einmal das hier und eigentlich ist es 2 in 1. Oder halt auch nicht. Also ich weiß, dass es zwei Emotes in einem sind. Aber irgendwie macht ihr das gerade nicht. Nee, hat keinen Bock. Ansonsten gibt es hier zu guter Letzt das Backbling. So ist es bitte selten. Ich lag wieder komplett daneben. Also ich lag wieder richtig daneben. Das Seltenste heute vom Shop ist gerade mal das, ja, dieses Würfelbundle 69 Tage und das Anime-Paket ist 56 Tage und das hier 46. Wow, also in letzter Zeit bin ich wirklich schlecht mit dem Schätzen. Die Skins, also das ist wirklich 1A. Wirklich sehr, sehr coole Skins. Kann ich mich null beschweren. Backblings würde ich jetzt immer skippen, aber Skins sind wirklich 1A. Kann ich mich null beschweren. Backblings skippen wir. Einzige, die einen Skin-Stil hat. Mit Kapuze, ohne Kapuze. Backbling skippen wir. Spitzhackenpaket kann ich nur empfehlen. Und zwar, wir haben hier doppelhändig. Also,
Habt ihr gehört? Ein Doppelhändig hat einen eigenständigen Sound, einhändig oder so zumindest auch einen anderen Sound. Das ist wirklich krass. Einmal so. Und einmal so. Also das ist wirklich somit das beste Spitzhackenpaket, was es gibt. Sound. Also das ist wirklich 1A. Kann ich mich nur beschweren. Ansonsten war es auch hier schon mit dem Shop-Video. Vergesst nicht wie gewohnt, meinen Creator-Code im Shop einzutragen. Kuss geht raus und es war es dann auch hier schon mit dem kurzen Shop-Video.